Dün, 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 dün. Ja, wir haben endlich einen Teil der Thief-Rüstung. Juhu! Yeah, Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Trave. Wir gehen auf den Server, es ist 14:11 Uhr, das heißt, ich mache ungefähr so bis 25. Und ja, es kam in den letzten Tagen, glaube ich, nur ein Video. In den letzten 3 Tagen oder 2, weil mir ging es nicht so gut. Ich war ein bisschen krank und ja, deshalb habe ich mal keine Videos gemacht, weil mir ging es einfach nicht so gut und da hatte ich halt einfach eher nicht so Lust, ein Video zu machen. So, hier regnet es hier hinten und hier nicht, lol. Dann mache ich die Sounds ein bisschen leiser von. Geht das nochmal hier? Sounds. Auf 2, ne, auf 1%. Ja, okay, das sollte reichen. Gut. Hier haben wir so eine schöne Zauberhütte. Genau, wir haben dann letztes Mal noch diesen Freezer-Ride-Helm bekommen. Genau, da wurde mir in die Kommentare geschrieben, den kann ich umsonst verzaubern. Protection. Unbreaking. Reading? Was ist Reading? Was denke ich da? Soul Tether. Ach so. Ja klar. Und dann noch Soul Tether. Vitality. Afterlife. Was bringt sich das denn hier? Keine Ahnung. Ich glaube, das reicht schon so. Packe ich den jetzt einfach mal drauf. Oh, der sieht nice aus. Ich denke mal, der ist ganz gut. Habe ich so das Gefühl. Und den packe ich jetzt einfach mal hier rein. So, Schokoladeneiscreme lassen wir natürlich gleich da. Wir gucken mal hier rein. Was wir hier alles Schönes haben. Spitzhacken und lauter so Kacke. So, dann schmelzen wir das einfach mal. Also Essen haben wir echt genug. So, zack. Und dann können wir hier auch noch was schmelzen. Haben wir hier noch genug? Ne, aber hier. So. Zack. Perfekt. Dann haben wir noch 6 Diamanten. Die packe ich jetzt einfach mal hier rein. Respiration. Ich weiß teilweise nicht, was ich die Sachen hier bringe. Ich weiß es einfach nicht. Block of Iron. Ah, Moment. Hier. Wir haben noch Bookshelves. Stimmt, die kann ich ja hier auch noch platzieren. Weil. Es bringt sich ja was. Zack. Und zack. Okay. Perfekt. So. Du stirbst jetzt erstmal. Stirb. Stirb. So. Was ich jetzt auf jeden Fall machen möchte, und zwar ein paar Dungeons. Aber ich gehe jetzt erstmal schlafen. So. Ich gehe jetzt schlafen. Und ich möchte heute mal so ein bisschen über was reden, was ich sehr schade finde. Und zwar sind ja, glaube ich, Bastor, Shapecraft und Demi sind ausgestiegen aus dem Projekt. Das sind zwei aus meiner Stadt und einer aus Stadtrot. Ich muss sagen, ich finde das ein bisschen schade, dass man sowas nicht durchzieht. Vor allem, wenn, wie soll ich sagen, wenn dann darunter quasi die anderen leiden, weil wir haben hier ein Community-Projekt und kein Projekt, wo man sagt, ja, toll, hier kann man gehen und so weiter, wie man das möchte. Und wenn er weg ist, dann nehme ich mir hier einfach seine Sachen. Ich meine, er ist eh ausgestiegen und dann nehme ich mir die einfach mal. Ich hoffe mal, er hat nichts dagegen. Aber ich finde es schon ein bisschen schade, weil ich mir denke, wir sind ja ein Team quasi und dann wird irgendwie das Team so ein bisschen, wie soll ich sagen, zurückgelassen. Ich weiß es nicht. Ich finde es ein bisschen schade. Aber gut, man kann die Leute ja nicht aufhalten. Wie heißt es so schön? Wandernde soll man nicht, oder Reisende soll man nicht aufhalten. Und das stimmt auch. Man sollte die Leute nicht aufhalten, wenn sie sagen, sie wollen gehen. Dann sollen sie gehen. Ich meine, das ist deren freie Entscheidung. Trotzdem finde ich es ein bisschen schade, weil ich habe mich mega auf dieses Projekt hier gefreut. Und ich finde es auch immerhin noch mega cool. Ich werde das auf jeden Fall bis zum Ende durchziehen. Und mal schauen, was dann in Zukunft noch alles so für Projekte kommen
Und ja, mal schauen. So, zack, dann werden wir hier jetzt erstmal auf jeden Fall das Skelett hier noch töten. Und wir werden ein bisschen die Bücher hier noch aufstellen, damit wir hier schön auf Level 30 immer verzaubern können. Zack, zack, zack. Zack, zack. Jetzt können wir. Ja, 42, das reicht doch. So, ich bringe das Ganze jetzt mal hier in meine schöne Höhle. Zack, zack, zack. Eine Diamantschaufel lasse ich jetzt einfach mal hier. 16 Enderperlen, schon sehr krass. Genau, dann würde ich sagen, machen wir uns erstmal Full Dia. Zack. Zack. Perfekt, perfekt, perfekt. Zack, zack. Und den Rest packen wir einfach mal hier rein, den wir jetzt nicht brauchen. Da wir ja jetzt hier diese Magic Essence haben, könnten wir auch. Dann könnten wir jetzt auch so ein paar andere Stäbe noch machen. Zum Beispiel so eine Fire Essence oder also so einen Feuerstab oder so einen Windstab. Ich gucke hier mal schnell rein. Wind Essence. Poison Essence. Ich würde sagen, wir machen mal die beiden hier. Und dazu brauche ich dann das hier und ein Stick. Ne, und Diamanten. Genau, und Sticks auch. So, wo haben wir hier die Sticks, Leute? Wo haben wir hier die Sticks? Wo haben wir hier die Sticks? Haben wir keine Sticks mehr? Oder muss ich wohl. Da muss ich mir hier wohl mal ganz schnell Holz holen. Weil wir haben keine Sticks mehr, oder? Ach, hier. So, zack. Gut. Dann werde ich mir jetzt erstmal hier schöne Sticks machen. So. Zack, zack, zack. Genau. Eins, zwei. Eins, zwei. Und bevor ich die jetzt benutze, werde ich die auf jeden Fall enchanten, weil, ja, ich benutze sie dann gerne mal einfach zu schnell. Unbreaking. Zack. Soul Tether. Und Afterlife. So. Das reicht, denke ich. So, perfekt. Das machen wir jetzt hier auch drauf. Zack, zack. Afterlife. Zack. Perfekt. Moment. Was kann der? Fire Stuff. Oh, der kann halt so Feuer spucken und der Wind Stuff. Ah. Der wirbelt irgendwie Leute ein oder so. Okay, gut. Wir sind gut ausgerüstet. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, gehen wir jetzt einfach mal in den Dungeon. So. Moment. So. Zack, 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 zack. So, das brauchen wir jetzt alles nicht. Essen brauchen wir auch nicht so extrem viel. Das reicht, wenn wir da ungefähr so viel dabei haben. So. Und Pfeile nehme ich mir auf jeden Fall mit. Ja, ist auch nicht schlecht, wenn man ein Bucket hat. Und ja, das reicht so an Essen. Der Spitzhacke ist auch wichtig und ich denke, wir nehmen die auch noch mit beide. So, gut, perfekt. Dann gehen wir uns einfach mal auf die Suche machen, wo wir hier vielleicht einen schönen unterirdischen Dungeon finden. Vielleicht finden wir irgendwo einen und dann gehen wir da rein und dann gucken wir einfach mal. Okay, hallo. Hier ist ein Dungeon, aber da ist wohl nur Crab drin. Okay. So, Crab brauchen wir hier nicht. Wir brauchen einen schönen Dungeon, der uns die Nerven kostet, Leute. Der uns die Nerven kostet. So. Zack, 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 zack. Wo haben wir hier den Dungeon, Leute? Wo haben wir hier den Dungeon? Oh, hier ist ein Portal. Was, wenn ich da jetzt durchgehe? Ich weiß nicht, was dann passiert. YOLO. Oh, mein Gott. Kann man denn hier machen? Nee, ich gehe hier wieder raus. Ich weiß nämlich nicht, was man hier machen kann. Okay. Hä? Bin ich woanders? Naja, egal. So, wir brauchen auf jeden Fall schnell einen Dungeon. Ui. Ui, ui, ui. Oh. So. Jetzt haben wir keine Flugstäbe mehr. Doch, okay. Hä? Hä? Das buggt irgendwie.
Egal. So, da wissen wir ja, der ist schon verbraucht. Wir wollen. Hä, wieso backt sich der dann immer so komisch nach oben? Kann mir das mal bitte jemand erklären? Vielleicht der hier? Nee, der ist bestimmt schon. Ja, der ist schon gelootet. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen weiter weg, wo noch keine Leute so unbedingt waren. Oh, vielleicht hier? Oh, hier gibt es einige. Oh, Leute, Leute, Leute. Hier gibt es einige schöne Kisten. Öffne dich. Kiste. Öffne dich bitte. Okay, Iron Leggings. So, Leute, ich muss was essen. Erstmal hier ganz schön. Oh, ein Healing Star. Oh! Ich habe noch eine Hexical Essenz zu Hause. Dann könnten wir heute gleich ein Dings machen. Oh mein Gott. Lol. Lol, lol, lol. Dann könnten wir heute gleich ein Dings machen. Ein Teil von der Thief-Rüstung. Das wäre einfach nur so. Ey, du hau ab. Und es leckt. Also, entweder leckt der Sir nochmal drei. Oh mein Gott. So. Gibt es hier noch irgendwie so einen Turm? Weil dann würde ich da ganz gerne nochmal in die Kisten schauen. Ja, hallo. Zack, 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 zack. Ihr sterbt jetzt bitte mal alle. Sterbt bitte. So. Okay, es leckt immer so ein bisschen. Das ist das, was mich gerade so ein bisschen stört. Okay. Oh, hier ist nur Essen drin. Ich glaube, wir haben genug Essen. So. Oh, nein. Oh. Ich dachte, wir sterben jetzt. Okay. Hier ist ein Boss. Ey, nein. Ich möchte nicht sterben. Stopp. Komm her. Okay, er ist tot. Das hat er jetzt getroppt. Protection Helm. Protection 2 Helm. Okay, ja, nicht schlecht. Also die Ausbeute bisher. Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Nicht schlecht. So, ich gehe jetzt wieder nach Hause. Weil wir könnten uns jetzt ja einen wunder, 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 wunderschön, schön, 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 wunderschönes Teil der Thief-Rüstung machen. Und das ist eigentlich das, was ich hier machen möchte, damit ich auch mal die gegnerische Stadt angreifen kann. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich möchte kämpfen, Leute, ich möchte kämpfen. Ich möchte nicht immer nur langweilig hier irgendwelche Sachen farmen oder so, ich möchte auch kämpfen. So. Könntest du vielleicht bitte laden? Danke. So. Aber doch, der Server, der hat, denke ich, ein paar Probleme. Ich denke nicht, dass es an meinem Internet liegt, weil ich in letzter Zeit sehr viel online spiele und da habe ich eigentlich nie Probleme. So, perfekt. Zack. Oh, das freut mich jetzt unglaublich. So, ich würde sagen, wir machen zuerst den Helm. Dafür brauchen wir einfach nur 5 rote Wolle. Das heißt, wir brauchen Schafe. Und Schafe, die bekommen wir doch easy. So. Und 5 rote Blumen. Das ist perfekt. Das heißt, oh, 4 Stück. Perfekt, so. Öffne dich. Nee, wir brauchen auf jeden Fall noch eine Kiste. Ach, hier. So. Zack, 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 zack. Und dann brauchen wir noch 2 Eisen, damit wir schön die ganzen Schäflein ja natürlich schälen können, damit wir die Schafe schälen können. Zack. Und würde ich sagen, suchen. Oh, gehen wir noch schnell ins Bett. Kann ich mich schon reinlegen ins Bett? Ja, okay. Dann schlafen wir noch ganz schnell, weil dann ich möchte es jetzt noch ganz schnell schaffen, ja. Ich weiß, ich bin jetzt schon wieder. Ich glaube, bei 15 Minuten bin ich schon. So. Aber ich möchte unbedingt noch Schafe finden. Boah, hoffentlich sind hier irgendwelche Schafe in der Nähe. Weil hier sieht alles tot aus. Wir haben ja auch so ein Kack. Oh, Treibsand, aufpassen. Wir haben ja auch so ein Kack-Biom. Und da. Schafe! Oh, wieso gibst du mir nur ein so dummes Schlampe, ey? So, da vorne den Kürbis, den hole ich auch noch gleich mit, wenn ich schon hier bin.
Wir könnten natürlich warten, bis das Schaf wieder gefressen hat. Und dann könnten wir es nochmal schälen. Okay. Ja, hier ist noch ein Schaf. Oh mein Gott, ich habe Schafe. Oh mein Gott. So. Zwei. Ich brauche fünf. Drei. Wieso geben die nur eins? Ist das irgendwie vielleicht wegen der alten Minecraft-Version so? Ich weiß das gar nicht. Schaf, komm runter. Sechs. Okay, ab nach Hause, Leute. Ab nach Hause. Und wenn wir hier am Weg gleich so Blumen finden, dann färben wir die Wolle auch gleich ein. So, wir brauchen rote Blumen. Eins, zwei, zack, zack. Und jetzt machen wir die schön rot. Oh, Leute, 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 Leute. So, ich brauche übrigens noch ein Intro. Sonst kann ich ja nicht die schönen Szenen vors Intro schneiden. Auch schade, ich habe kein Intro. Och nee, was mache ich da nur? Was mache ich da nur? Ich muss mir da irgendwas einfallen lassen. Okay, Leute. Düm, düdüdüm. Düm. So, wo haben wir es jetzt? Wir haben es. Ach, wie macht man nochmal so ein Hexagon Diamond? Genau, mit dem Dia in der Mitte. Und wo haben wir die jetzt? Hier drin. So. Düng, düdüng, düng. Düng, düdüng, düng. Ja, wir haben endlich einen Teil der Thief-Rüstung. Juhu! Yeah, hey. Okay, verzaubern wir jetzt noch ganz kurz und dann gehen wir auf jeden Fall schnell offline. So, Protection 3. Ja, machen wir gleich mal Protection 3 drauf. Perfekt, Leute. Und ich würde sagen, das war's von der heutigen Folge Minecraft Rave. Ich gehe wieder in meine Höhle und disconnecte vom Server. Ich würde einfach mal sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und schreibt mir einen Kommentar oder so. Auf jeden Fall werden wir versuchen, in den nächsten Folgen ganz, ganz viel Hexagon Diamonds zu farmen, damit wir schön und schnell unsere komplette Thief-Rüstung fertig bekommen. Und dann möchte ich eigentlich auch Stadtrot angreifen, aber psch. Und ich würde einfach mal sagen, das war's. Haut rein, macht's gut und ciao.